Morgen, Freunde, und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Jensis Mogerwelt. Ja, ich befinde mich jetzt schon an der S-Bahn-Haltestelle in Leipzig-Völkerschlag-Denkmal und warte hier auf die S-Bahn nach Falkenberg. Wir haben es jetzt kurz vor 6 Uhr, ja, ich fahre bei Zeiten los, und da werden wir mal schauen, was wir alles so entdecken. Was kommt jetzt? Kommt schon in die S-Bahn. Was ist das für eine? Ah, das ist die nach Dessau. Das Sachsen-Ticket habe ich mir geholt. Und sollte das nichts sein in Falkenberg oder Herzberg, dann werde ich mich natürlich wieder zur S-Bahn begeben und dann werde ich das nächste Ziel ansteuern. Habe ja jetzt, wie gesagt, das Sachsen-Ticket geholt. Das zählt ja für einige Gebiete und es wäre ja eine Verschwendung, wenn ich bloß in Falkenberg rumeiere. Und das war's. Wir haben noch ein kleines Problem, meine Freunde. Ich habe leider festgestellt, dass die Luft sehr schnell runter ist vom Vorderreifen. Also maximal 5 Stunden oder so hält sie und dann ist sie zur Hälfte runter. Muss ich also öfters mal aufpumpen oder ich besorge mir auf der Reise noch ein Pannenspray und pumpe und tue das noch zusätzlich in den Reifen reinpumpen. Ja, das war natürlich nicht so geplant. Hätte vielleicht gleich einen neuen Schlauch holen sollen. Aber das, ja, habe ich nicht getan. Jetzt habe ich natürlich das Problem mit dieser blöden Aufpumperei. Aber ich denke mal, das werden wir überleben. Also ich werde es überleben. Ja, dann schauen wir mal, was uns heute so erwartet und wo ich überall hinfahre. Aber ich bleibe nicht nur in Falkenberg. Ich werde wohl ein bisschen spazieren fahren, verschiedene Orte besuchen und ja, mal gucken. Schauen wir mal auf diese Seite, die ich euch gestern empfohlen habe, was ich so alles anschauen kann, ob es dort noch so aussieht und ob es sich lohnt, das auch mal genauer zu betrachten. Naja, jetzt geht es aber erstmal nach Falkenberg und dann gucken wir mal, ob es in Herzberg noch was zu sehen gibt. Bis dann! Ach ja, übrigens werde ich natürlich öfters mal noch Züge filmen oder so, wenn ich irgendwas sehe, oder aus dem Fenster aus filmen. Jetzt ist es ja noch ein bisschen duster. Das wird ja dann erst ein bisschen heller. Und das mache ich dann mit dem Handy. Wundert euch also nicht, wenn die Qualität sich unterscheidet. Ich muss ja hier Strom sparen. Ihr wisst ja, dass ich bloß einen kleinen Akku habe, dass ich mal neuen hole. Das machen wir nächsten Monat. Und dann geht es dann auf jeden Fall wieder besser. Gut, dann bin ich jetzt erstmal weg. Nicht, dass der Akku so schnell runter wird. Und dann sehen wir uns nach der S-Bahn wieder, wenn ich dann aus dem Fenster filme. Bis gleich.
Ansonsten fahre ich heute weiter nach Herzberg, einen Bahnhof angucken. Und dann mir hat jemand gesagt, es lohnt sich nicht mehr nach Luckau. Da ist alles neu gemacht worden irgendwie. Das muss ich mir mal. Da war ich noch nicht. Also ich habe schon viele Gebiete abgeklappert, also hier auch Querfurt und so. Und ja, auch die ganzen Bahnbetriebswerke angeguckt, und alte Bahnstrecken, Tröglitz, die Brücke dort, die eingestürzt ist. Ja. Das ist wie so eine Autobahnausfahrt hier. Eine richtig große Schleife. Ja, du bist erst einmal hier runtergefahren, bist, was, wo will denn der jetzt hin dazu? Ja, kommt jetzt der unbeschränkter Bahnübergang, kommt da jetzt gleich. Ja. Ist da oben. Außergewöhnlich, sag ich mal. Das ist ja hier ein Eisenbahnknotenpunkt. Ja, Altenberg. Ja. Ja, ja. Haben wir viel Güterverkehr, Film und so. Mhm. Hier ist ja eine Strecke Richtung Dresden. Da ist der Personenbetrieb eingestellt. Ja. Aber Güterverkehr fährt dann aber auch. Okay. Über Neuburgsdorf. Okay. Nee, ich weiß nicht, die Strecke hier Richtung Luckau, die soll ja eingestellt sein. Die kenne ich gar nicht. Ich habe nur durch Zufall rausgefunden. Ich wollte eigentlich in Turka aussteigen und dort das Bahnbetriebswerk angucken, aber ich habe mehreren Leuten gehört, dass es sich nicht lohnt. Weil alles weg ist und abgesperrt und so. Ein unbeschränkter Bahnübergang. Bitte Fahrgäste, unsere planmäßige Weiterfahrt an den Falkenberg Elster, 7:17 Uhr. Ja Freunde, jetzt sind wir hier in Falkenberg. Hier steige ich erstmal aus. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie gesagt, wenn das nichts ist, Richtung Luckau, dann fahr ich halt weiter. Ich habe ja ein Sachsen-Ticket. Das zählt ja in verschiedenen Gebieten. Und ich denke mal, Sachsenhausen ist auch interessant. Mal schauen. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Haben wir ja schon immer, wisst ihr ja, wo ich weitergefahren bin nach Rosenheim. Aber das war, glaube ich, eine andere S-Bahn. Hier sind wir oben angekommen. Ja, da ist. Habe ich das letzte Mal schon mal erklärt, wo ich mal hier war? Ach so. Ja, ich bin doch schon mal die Strecke gefahren. Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn ich dann auf Erkundungstour gehe. Freunde, hier ist wieder Jens und ihr seht schon, wir haben da unten ein Gleis und ich stehe genau drauf. Muss aufpassen, dass der Zug nicht gleich kommt. Die ist nämlich noch befahrene Strecke, ganz, ganz stark. Die ist so stark befahren, dass sogar die Bäume drüber wachsen. Nee, Quatsch. Das hier ist eine tote Strecke Richtung Herzberg. Das ist aber nicht diese Strecke, die von Falkenberg ausgeht,
nämlich weiter nach Luckau. Nein, die habe ich gerade entdeckt. Das ist irgendwie ein Abzweig von Bayern. Nicht das Bayern, sondern das Bayern mit EY, nicht mit AY. Ja. Dann geht diese Strecke auf eine Fahnenstrecke, wo vor uns gerade ein Regio-Express oder ein Regio-Zug vorbeifuhr. Ich weiß nicht, wo die jetzt hingeht. Ich kann es nicht überprüfen, weil ich habe hier keinen Empfang. Ja, aber die geht dann wieder ein Stückchen weiter weg, macht einen Bogen und geht dann wieder auf die Strecke, die Richtung Luckau geht, also durch Herzberg. Die wurde auch ewig nicht benutzt. Vielleicht ist das irgendwie eine Überbrückungsgleis gewesen oder eine Abzweigung, dass man auf das andere Gleis rüber wechseln kann nach Luckau und dann rüber auf das Gleis kommt, was eben, ich weiß nicht, wo es hingeht, jetzt nicht überprüfen kann. Also sozusagen eine Abzweigung. Ne? So, ihr seht schon hier, ist ewig nicht gefahren. Ich überlege jetzt, ob ich hier weiterlaufe, weil ja dieses Gleis sowieso einen Bogen macht und dann da drüben auf das Gleis trifft. Also ihr seht schon, das macht dort einen Bogen. Sieht man's? Das ist das Gleis. Und das trifft dann dort hinten wieder auf das Gleis, was Richtung Luckau geht. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Also ich denke mal, ich werde jetzt weiter nach Herzberg fahren. Das hier, wie gesagt, ist tot. Wer weiß mehr darüber? Ich mache mich jetzt weiter auf den Weg nach Herzberg. Mal schauen, was wir dort noch entdecken oder was da noch übrig ist. Ich denke mal, es wird nicht mehr so aussehen wie bei den Google Earth Fotos. Ja, Freunde, und jetzt befinde ich mich ja kurz vor Herzberg. Und wie ihr im Hintergrund seht, ist da das Gleis, was aus Falkenberg kommt. Und es ist tot, komplett tot. Gerade habe ich jemanden getroffen, der wohnt in Torgau. Und ihr werdet es nicht glauben, er ist auch Modellbahner. Spur H0. Und er hat mir jetzt einiges erklärt und einiges gezeigt. Ja, ihr seht, die Strecke ist nicht mehr befahren. Wurde tatsächlich 2008 endgültig stillgelegt und es gibt noch einen zweiten Bahnhof anscheinend, da drüben irgendwo. Na? Das ist diese Strecke, die ich meinte, von Falkenberg nach Berlin. So, jetzt wissen wir es auch. Das heißt also, die Abzweigung geht von der Berliner Strecke rüber, dort wo ich es gesehen habe, wo ich da gefilmt habe. Nee, Quatsch, von Bayern. Von Bayern mit E auf die Berliner Strecke, genau. Dann folgt sie ein kleines Stück und zweigt dann wieder ab und geht dann hier drauf. So, jetzt haben wir es aber. Und dieser Abschnitt, der rüber geht bis nach Bayern, ja, der ist ebenfalls tot. Jetzt überlege ich Folgendes. Wenn das hier in Herzberg erledigt ist, werde ich diese Strecke, also ich werde nicht nach Luckau fahren, sondern diese Strecke, die da abzweigt und rüber geht nach Bayern, nach Bayern mit E, ich tue es immer wieder wiederholen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich fahre ja nach Bayern. Mal schauen, was das dort ist, ob das da noch ein Bahnhof ist, der noch in Betrieb ist oder ob das auch stillgelegt ist alles. Ich kann es leider nicht sehen, ich habe hier einfach keinen Empfang. Ich weiß nicht warum, weil mein Handy in Arsch ist jetzt oder was, ich kann es euch nicht sagen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Herzberger zweiten Bahnhof an, ob ich recht habe und vor allen Dingen, ob es sich lohnt, dann weiterzufahren. Oder ob wir es lassen und dann wieder zurück machen Richtung Falkenberg, ja, und oder dort nach Bayern mit E. Mal gucken, weil das Abzweigungsgleis, das interessiert mich doch schon sehr. Ich würde gerne wissen, ob es dann weitergeht dort in dem Ort oder ob das dann dort endgültig zu Ende ist oder auf eine andere Strecke trifft. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht sehen. Schauen wir mal jetzt erstmal zu dem Bahnhof. Bis gleich. We'll be right back.
Freunde, jetzt befinde ich mich hier an dem unteren oder oberen Bahnhof Herzberg. Gibt ja wie gesagt zwei. Ne? Der eine, der geht nach Berlin und ist noch in Verwendung. Und dieser hier, ich habe meine Karre jetzt mal angestöpselt. Und dann werden wir uns das einfach alles mal hier angucken jetzt. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu fahren. Ich dachte ja schon alles weg, das sah so aus, weil Google Earth das alles weggerissen war. Aber das war ein Trugschluss. Jetzt hier kann man reingehen, hoffe ich mal. Ja, kein Problem. Schade, jetzt zu. Ja, mach schnell noch Fotos. Kein Graffiti. Ja, warum auch? Hier ist ja auch ländliche Gegend. Gut, dann folgen wir jetzt mal hier den Gleisen. Da stehen auch noch die Signale da. Da könnt ihr auf den Gleisen langlaufen. Da fährt sowieso nichts mehr. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Strecke zwar wieder reaktiviert wurde, aber 2008 wieder stillgelegt. Also ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Ist zwar nur ein kleiner Bahnhof, aber wie ihr seht, ist er noch allein zu entdecken. Manchmal ist es offen. Ist das nur 60 oder 90? Man weiß es nicht, man munkelt. Hier gibt es drei Gleise, ne, vier sogar. Da, das ist schon länger tot. Das wird das Hauptgleis gewesen sein, was bis zur letzten Verwendung war. Und die anderen beiden waren Ausweichgleise oder so. Also musste früher einiges los gewesen sein oder einiges gefahren. Aber die Geschichte mit dem Triebzug ist schon wirklich traurig. Da haben sie tatsächlich immer einen Triebzug zur Verfügung gestellt bekommen und dem wurde dann die Zulassung entzogen. Man hat den Anschein, als hätten sie das mit Absicht gemacht. Dass sie das einfach nicht mehr wollten, dass hier was fährt. So kommt mir das vor. Der DA-Bahner, danke nochmal für den Tipp, hat mir ja gesagt, es lohnt sich nicht nach Luckau zu fahren. Und deswegen werde ich da auch nicht hinfahren. Das bringt nichts, wenn da nichts ist oder sich nichts mehr angucken kannst und das jetzt privat ist, dann werde ich da garantiert nicht umsonst die Reise machen. Also Return to Base. Nee, Quatsch. Wir fahren dann einfach ein Stück zurück und ich gucke da mal die Abzweigung, wo die weitergeht, dort nach Bayern. Ich wollte ja zuerst nochmal nach Falkenberg zurück, weil ich vergesse, ich habe ein Sachsen-Ticket und wenn ich jetzt die ganze Zeit noch hier rumstrollnere und nur filme von Bahnanlagen, habe ich für ein Sachsen-Ticket gar nichts. Das hat 30 Euro gekostet. Und das möchte ich auch ein bisschen ausnutzen. Vielleicht fahre ich da mit dem Ding weiter Richtung Berlin. Natürlich nicht bis nach Berlin, klar. Aber irgendwo steige ich schnell aus. Und dann wird der nächste Zug rein. Ich habe hier auch, wie gesagt, das andere große Bahnbetriebswerk mir angeguckt auf Google Earth. Sondershausen oder Sachsenhausen, da überlege ich, ob ich jetzt da hinfahre, weil dort ist ja dann ein paar Meter weiter oder sagen wir einen halben Kilometer weiter, ist ja dann dort noch diese Abstellung, wo diese ganzen alten Loks stehen. Das möchte ich mir natürlich auch noch anschauen. Also überlege ich mir jetzt, dort nochmal dahin zu fahren. Blöd nur, dass ich dann jetzt von Falkenberg wieder zurück nach Leipzig muss und dann mit der S-Bahn Richtung Halle fahren. Geht ja anscheinend nicht anders. Das ist schon ganz schön viel
Da ist er gewesen. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Vier Stück, ja. Und dann diese typischen Pilzlampen. Muss halt immer auf den Akku achten. Ja, ihr wisst ja warum. Wird höchste Zeit, dass ich mir einen neuen Akku hole. Dass man mal ein bisschen länger filmen kann. Und nicht so in Hektik. Ich mache natürlich noch Fotos, da braucht ihr keine Angst haben. Die hänge ich euch damit an. Also wie gesagt, ich weiß es jetzt noch nicht, wie ich das jetzt weitermache. Weiterfahren hier, das bringt nichts. Das ist absolut sinnlos, weil, wie schon gesagt, die R-Bahn hat gesagt, da ist nichts mehr. Und die kleinen Minibahnhöfe hier extra zu überprüfen, bis Luckau, glaube ich, keinen Bock drauf. Aha, da ist das Bahnhofsgebäude. Schön verschlafen und verlassen. Aber ihr seht, alles tot, alles. Radikal alles. Jetzt ist dann noch ein Gleis dazugekommen. Wir gehen rüber zum Bahnhof. Ups. Da haben sie auch das Ding umgeknickt. Also das Bahnhofsgebäude sieht noch sehr schön aus. Nicht kaputt. Okay, ich sag, da ist wohl mal Graffiti dran, aber na gut. So schlimm ist das nicht. Es hält sich noch an Grenzen mit dem Vandalismusschaden. Güterabfertigung. Und da steht es auch da, Herzbergstadt. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Scheint aber niemand drin zu wohnen. Steht wohl leer. Ah, das habe ich gesehen auf Google Earth. Ich habe schon gesagt, die Gleisen abgebaut, aber das sieht aus, als ob sie hier die Schwellen drauf gestapelt haben. Ich mache natürlich, wie gesagt, noch Fotos von dem Bahnhof. Also ihr seht, hier fährt nichts mehr. Dann gibt es tatsächlich noch einen zweiten Bahnhof. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Woanders her. Ja, hier liegen die ganz alten Schwellen rum, die sie erst in Ordnung gebracht haben. Und dann haben sie 2008 den ganzen Mist wieder stillgelegt. Ja, ja. Das ist die Infrastruktur, die immer weiter zurückgebaut wird. Ländliche Gegend hat fast gar keinen Gleisanschluss mehr. Gut, es werden ein paar Strecken reaktiviert, habe ich gelesen, aber ich glaube mal, das sind nur wenige. Und meistens nur von Privaten, weil die Bahn dafür kein Geld hat. Hauptsache ICE 4 und was weiß ich nicht alles. Und die neuesten Hochgeschwindigkeitsstrecken, aber die Infrastruktur, was jetzt ländliche Gegend angeht, wird komplett vergessen, wie man ja hier deutlich sieht. Ja, und hier geht es dann wieder raus. Dann wird wieder eingleisig. Also doch schon relativ großer Bahnhof. Und die Gleise liegen noch komplett da. Und diese Schwellen, die da drauf lagen, dort auf den Schienen, das waren Austauschstücke von ersetzten Abschnitten, die sie ja sowieso umsonst ersetzt haben, weil, naja, ihr wisst ja, 2008, dann war Feierabend. Gut, bis davor laufe ich jetzt noch. Ja, und dann würde ich sagen, mach ich noch ein paar Fotos. Und das war's dann wohl, hier in Herzberg. Ja, hier geht es wieder ins Gestrüpp rein. Ja, Freunde,
das war es jetzt erst einmal von hier in Herzberg. Ich werde mich jetzt wieder zu meinem Fahrrad begeben und dann überlege ich, wie es weitergeht. Vermutlich werde ich jetzt erstmal nach Falkenberg zurückfahren, das mit der Strecke verfolgen oder besser gesagt mit der Abzweigung. Ich denke, es bringt nichts. Und dann überlege ich, ob ich wirklich den anderen großen Bahnhof besuche, wo auch eine Doppeldrehscheibe ist. Na, ihr wisst schon. Aber das, ja, ich denke, ich mach's doch. Ja, ich werde es machen. Ich habe das Sachsen-Ticket und ich werde es auch ausnutzen, ist klar. Ich werde aber jetzt erstmal wieder zurückfahren nach Falkenberg, dann nochmal zu dem Museumsbahnhof oder Bahnbetriebswerk gucken und dort schauen, wie es da jetzt aussieht. Mir hat ja dieser Mann gerade gesagt, der auch hier Modellbahn macht und in Torgau wohnt, dass die nur zweimal im Jahr eine Veranstaltung haben. Zweimal. Also das heißt nächste Woche ganz bestimmt nicht. Na, weißt Bescheid, Marco? Nächste Woche ist ja garantiert keine Veranstaltung, aber ich kann mal fragen, wenn ja jemand da ist, wie es aussieht mit Besuchen. Ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Gut, mit dem Wort bin ich jetzt erstmal weg. Ich hänge euch jetzt noch ein paar schöne Bilder mit an. Ob ich Musik drunter mache, das weiß ich noch nicht. Es haben schon einige beschwert. Außerdem gibt es aber diese GEMA-Kontrolle und so. Ja, schauen wir mal. Ne? Gut, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn es weitergeht, in Falkenberg. We'll be right back.
Ja, und was ihr hier seht, das ist der zweite Bahnhof von Herzberg. Und warum bin ich hier? Ganz einfach, weil ich den Besitzer des Museums BW in Falkenberg getroffen habe. Ja, der wohnt in Herzberg. Wer hätte das gedacht? Was für ein scheiß Zufall. Ja, und dann habe ich den natürlich gleich gefragt, wie das aussieht. Und er hat gesagt, da brauchst du erstmal nicht hinkommen, weil ich zu tun habe, privat. Also habe ich gesagt, wo ist denn jetzt der Bahnhof? Da hat er mir erklärt. Und deswegen fahre ich jetzt zurück mit dem zweiteiligen Talent. Ne? Zurück nach Falkenberg. Und von dort aus geht's dann weiter nach, Sondershausen. Das ist doch nicht der, oder? Der ist nach Falkenberg fährt. Zweiteiler. Den hab ich auch. Kleine Bemerkung, der Lokführer war sehr lustig. Ja, ich war mir ja nicht sicher, wo der Zug hinfährt. Dann habe ich an die Scheibe geklopft und hat aufgemacht, ich nehme keine Pakete an. Nee, nee, hier werden keine Formulare unterschrieben. Ich sage, wo fährt denn der Zug hin? Na, der fährt nach Falkenberg. Aha, alles klar. Ich werde mich bemühen, dass es klappt. Ja, der war echt lustig. Aber das ist natürlich mal eine Ausnahme, ne? Ist es. Falkenberg, Mann. Ja.
Dank. Ja, gut. Sag bitte, Set, wenn man. Wir sind da. Rübel, nicht noch was. Rübel! Nein, das ist ein Set. Und zum Schluss noch mein tolles Menü in Leipzig, Kentucky Fried Chicken. Und der zweite Teil, der zeigt euch dann, wie es weitergeht nach Halle und von dort aus weiter nach Sandershausen. Quatsch! Sangerhausen, Jens! Sangerhausen! Sangerhausen! Ne?